Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Im Hintergrund seht ihr ein Gameplay auf Take-Up von mir selber spielt. Und an diesem Gameplay, das Allerbesonderste ist wirklich das Ende, Alter. Da habe ich bis zum Ende geraped. Also das ging wirklich extrem ab. Und ja, diese Map ist eine aus dem DLC. Das DLC gefällt mir eigentlich ziemlich gut, also macht eigentlich ziemlich viel Spaß. Und deswegen habe ich mich übrigens auch entschieden, weil mir Black Ops 2 ja Spaß macht, habe ich mich entschieden, ein Road to Commander zu machen. Vielleicht kommt es sogar noch an dem Tag hoch, wo ihr das Video jetzt hier seht. Wenn nicht, dann kommt es am nächsten Tag hoch. Aber ja, ich will mir jetzt nicht irgendwie Zeitdruck machen oder sowas. Also entweder heute oder morgen kommt es hoch, mal sehen. Ja, heute will ich mal über mein Wochenende sprechen und über das, was ich hasse. Übrigens, ich muss mal hier ein bisschen rauszoomen, damit ich sehe, wie lange das Gameplay noch geht. Und zwar wollte ich heute ein bisschen über mein Wochenende sprechen und wie es abgelaufen ist und was ich so gemacht habe. Und ich war mal wieder feiern nach längerer Zeit. Und ja, ihr wisst ja alle von mir, ich liebe es zu feiern. Und jetzt habe ich ein... Ach übrigens, hier gibt es einen kleinen Lag irgendwie. Keine Ahnung, was da los ist, war das Gameplay auf Droge. Aber hier geht es ganz normal weiter. Auf jeden Fall war ich feiern. Und ich liebe es persönlich zu feiern. Es gab ein paar Probleme an diesem Abend. Beziehungsweise ich habe wirklich am Freitag und am Samstag durchgefeiert. Und es war quasi so. Also ich habe ja so einen Kollegen kennengelernt. Der ist Kevin, also wenn du das hier siehst, dann grüße ich dich. Der wollte immer unbedingt auch im Video erwähnt werden. Auf jeden Fall waren wir von Freitag. Mittwoch haben wir uns, ich glaube, verabredet für Freitag. Dann wollten wir eigentlich nur essen gehen. Und ihr wisst ja alle, ich liebe asiatisch. Und dann waren wir erstmal asiatisch essen. Und bei uns gibt es in Hannover so einen Laden namens, ich weiß nicht, ob ich den, ja, ich nenne einfach mal den Namen, Ocean City. Und der schmeckt so was von lecker, dieser Laden. Und zwar bezahlt man 15 Euro. Und man kann so viel essen, wie man will. Und das asiatisch, also gehört dazu auch Sushi, dazu gehört eigentlich fast alles. Und ich liebe ja asiatisch. Und deswegen... Ja, ich habe das wirklich genossen dort und ja, ich kann da jederzeit mal wieder hingehen, das ist wirklich extrem geil dort. Auf jeden Fall, das Geilste an diesem Laden ist einfach, wenn ihr oben, also nach oben geht, es gibt zwei Stockwerke, wenn ihr nach oben geht, dann ist da so ein Sushi-Fach und da steht sogar so ein Zettel, nimm bloß nicht so wenig, sonst hole ich dich wieder ab von zu Hause oder sowas. Also die wollen extra, dass man richtig viel isst und... Am meisten lohnt es sich einfach dahin zu gehen, wenn man wirklich extrem Hunger hat. Also wenn man wirklich, weil das Problem war, ich habe halt vorher viel getrunken und auch noch ein bisschen was gegessen und dann habe ich nur 3 Teller geschafft, was ziemlich wenig ist eigentlich, weil man kann sich da wirklich viel gönnen und es schmeckt einfach so lecker. Und da gab es übrigens auch eine Schlägerei. Ich weiß gar nicht, was da los ist, Alter. In der Gastronomie, wenn die da Leute arbeiten, irgendwie der eine bekommt mehr Trinkgeld als der andere, deswegen bekommt er gleich auf die Fresse. Da gab es eine Schlägerei zwischen den Kellnern. Zwischen so einem Asiaten und so einem Türken, weil irgendwie wahrscheinlich der eine zu viel Trinkgeld bekommen hat oder sowas, oder er Asiaten nicht abkonnte oder so, hat ihn einfach auf die Fresse gehauen und die haben sich dann geschlagen. Da hatte der Laden echt Glück, dass es schon ziemlich spät war und nicht mehr so viel los war in dem Laden. Genau, also das war die Story und danach wollten wir in die Disco gehen. Und ja, das Problem war, wir waren nicht für die Disco vorbereitet, aber wir haben uns gesagt, okay, lass uns einfach in die Disco gehen, ganz spontan. Und wir waren einfach, wie gesagt, nicht so vorbereitet, aber haben wir gesagt, okay, dann gehen wir einfach kurz nach Hause. Also sind wir zu ihm gefahren, was uns ja ungefähr 30 Minuten gedauert hat mit zu Fuß gehen natürlich, auch dazu gezählt. Und... Ja, dann waren wir bei ihm, habe ich eine Runde erstmal Black Ops 2 gezockt, habe ich ein paar Abonnenten von euch in der Lobby getroffen und übrigens durch ihn habe ich auch wieder angefangen Black Ops 2 zu zocken, also bedankt euch ruhig bei ihm, weil ich glaube dazu, irgendwie wäre ich nicht mehr drauf gekommen, irgendwie Black Ops 2 noch anzuzocken, beziehungsweise die CD zu suchen, wenn ich Black Ops 2 nicht bei ihm angezockt hätte. Naja, auf jeden Fall war ich dann bei ihm und habe dann eine Runde Black Ops 2 gezockt und er hat sich halt fertig gemacht. Dann sind wir noch zu mir gefahren, das Problem allerdings war, dass ich eine Stunde, wollen wir nicht untertreiben, von ihm weg wohne. Also sind wir nochmal zu mir gefahren und da wollte er unbedingt auch mal die Xbox One austesten. Ne, er wollte eigentlich die PS4 austesten, die war aber nicht angeschlossen. Beziehungsweise ich hatte kein Call of Duty für die PS4, also hat es keinen Sinn gehabt. Also habe ich Xbox One anzocken lassen. Aus irgendeinem Grund waren wir dann zu lange bei mir und dann war es schon irgendwas mit 2.30 Uhr und... Dann kam die Bahn nicht mehr. Und verdammte Scheiße, das Gameplay ist schon wieder fast vorbei. Ich habe voll die Probleme, Alter. Egal, das Video geht noch ein bisschen. Auf jeden Fall, dann sind wir zur Bahn gegangen. Ich brauche nämlich 20 Minuten zu Fuß zur Bahn. Deswegen fahre ich mal mit dem Fahrrad.
Und dort kam die Bahn erst in einer Stunde und es war schon 2.30 Uhr und wir wollten einfach normal feiern gehen. Und naja, dann mussten wir den Taxi rufen, haben wir uns mal mit dem Taxifahrer unterhalten und aus irgendeinem Grund hat mich der Taxifahrer für extrem jung gehalten, was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann. Also ich finde, so jung sehe ich gar nicht aus, also ich meine, ich bin 19, keine Ahnung, wieso er mich für so jung gehalten hat. Ja, da waren wir feiern in der schlimmsten Disco der Welt. Das war, ich will jetzt den Namen nicht nennen, weil ich den Ruf nicht zerstören will, der ist schon genug kaputt. Auf jeden Fall, die Leute, die in Hannover wohnen, die wissen Bescheid. Und da wollten wir noch irgendwo anders hin, aber Kevin, also mein Kumpel, der war schon so besoffen, dass wir nirgendwo mehr reingelassen wurden. Und das Gameplay ist jetzt vorbei und ich bedanke mich fürs zu Ende schauen. Ich habe leider nicht das ganze Wochenende erzählen können, denn ja, irgendwie kam es nicht dazu. Wenn ihr ja, hören wollt, wie es weitergeht, dann bewertet das Video mit dem Daumen nach oben. Ich hasse es, wenn die Gameplays immer so vorbei sind. Ja, bewertet das Video mit dem Daumen nach oben. Abonniere jetzt meinen Kanal, um ein Snickers als Crew-Member zu werden. Und dann sage ich nur noch ciao, ciao. Zeit. Federico, ich will ja nichts sagen, ne? Aber du hast eine dreckige Leber. Und diese Leber! Ich komm nicht auf klar.